Als ich mich vor 17 Jahren entschlossen habe, einen Live-Jazz-Club zu eröffnen, da hatten mich alle meine Freunde dasselbe gefragt. Stelios, Junge, bist du verrückt? Ich frag dich nicht, wo du warst. Du sagst es mir ja doch nicht. Abgesehen davon interessiert es mich sowieso nicht mehr. Das muss jetzt geklärt werden, und zwar bis morgen. 148.237. Das ist der Betrag, den du jetzt schuldig bist. Sag, mein Freund, sag mal, bist du Grieche? Wie mein kleiner Freund hier. Weißt du eigentlich noch, in welchem Scheiß du steckst? Du hast mich da reingezogen, das weiß ich. Schatz mich nicht so an, Künstler. Es geht nicht darum, wie viel man jemandem schuldet, sondern wem. Ich soll den Club vergessen, ja? Da stecken 17 Jahre Arbeit drin. Er fragt, spielt deine Tochter am Donnerstag Gitarre? Das interessiert dich ganz und gar nicht. Das ist ja nichts, was den Club angeht. Hast du das auch schon mal gehört, dass manche Menschen, kurz bevor ihnen etwas Schreckliches zustößt, an schlimme Sachen denken, mit Ansehen, wie etwas Schlimmes passiert? Weißt du, was in diesem Land hier schiefläuft? Ihr habt die Verantwortung! Läuft denn hier irgendwas richtig? Die Welt steht Kopf und ich stehe Kopf mit ihr.